Der letzte Part, Freunde, von Fire Emblem Shadow Dragon steht an. Und zwar mit Nummer 80. Part 80, Leute, so lange hat es echt gedauert. Wir werden jetzt gleich speichern und dadurch den Epilog freischalten und gucken, was am Ende so alles entstanden ist. Aber da ich es im letzten Part angefangen habe anzusprechen, würde ich gerne noch mal ein bisschen weiter erzählen von den Nachfolgeteil. Also ich war mir letztes Mal noch nicht so sicher. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen Recherche betrieben, damit ihr das nicht machen müsst. Und zwar, also der zweite Fire Emblem-Teil für den DS ist frei übersetzt, namentlich heißt der Fire Emblem Heroes of Light and Shadow und erzählt wirklich direkt die Geschichte nach Teil 1, also nach Fire Emblem 11, ist ja halt ein Remake, und so ist auch Fire Emblem Heroes of Light and Shadow ist auch ein Remake, und zwar von Fire Emblem 3 damals. Also Fire Emblem 1 und 3 hängen zusammen wie die Remakes Fire Emblem 11 und Fire Emblem 12. Und so, ja, wie gesagt, das werden wir leider nie mitkriegen, ist leider Japan-exklusiv, aber man merkt aber richtig krass, dass von Fire Emblem 12 sehr viel auf Fire Emblem Awakening übertragen wurde. Da gab es zum Beispiel auch schon einen Charaktereditor. Man konnte sich selber erstellen mit viel mehr Frisuren. Also man konnte sogar sein Outfit ein bisschen ändern, wie man denn so erscheint als Sprite mit verschiedenen Augen und verschiedenen Haarfarben. Und richtig krass, richtig viel individuell. Und der hat auch so viel beeinflusst und so weiter alles. Und man konnte von dem sogar die Vergangenheit einstellen, was der für eine Vergangenheit haben soll und so weiter alles. Also war schon richtig krass. Warum kam das bei uns nicht raus, ey? Naja, schade, dass es bei uns nicht rauskam, weil Fire Emblem 11, also was wir ja gerade alle gespielt haben, ist ja leider, man muss sagen, finanziell, wirtschaftlich gesehen war es ja ein Flop und es war sehr unbeliebt, aber ich glaube, dazu gehe ich nochmal alles in die Credits ein, oder? Denn die wollen wir uns jetzt angucken. So. Nach Medoys Untergang gab Doluna seine Ambition auf und verlor an Einfluss. Das Imperium war am Ende. Die Feuer des Kriegers, die Akanaya heimgesucht hatten, verloschen und Licht trat an die Stelle der Dunkelheit. Aber bevor das alles passierte, gibt es ein paar letzte Momente von Marths Geschichte zu erzählen. Oh, Marth, du hast es geschafft. Es ist endlich vorbei. Ich habe lange auf diesen Tag gewartet und nun weiß ich nicht genau, was ich damit anfangen soll. Marth, wir haben kaum miteinander gesprochen, seit wir Talos verlassen haben. Aber ich dachte mir, weißt du, wohin du gehen wirst? Nach Altea natürlich. Mein Königreich liegt in Trümmern. Ich habe keine Zeit zu verschwenden. Ich muss zurück, um es wieder aufzubauen. Dann heißt das wohl, du wirst Talos lebwohl sagen. Sei nicht albern, Shiida. Ich muss zumindest deinem Vater danken und ihm sagen, dass die Kämpfe vorüber sind. Mein Vater? Marth, ich fragte nicht wegen meines... Ach, vergiss es. Bitte entschuldige mich. Marth ist so ein Trottel, ey. Wie die ganzen japanischen Haupthelden immer voll. Die Weiber stehen alle voll auf die und die... Nee, ich muss nach Hause, ich muss zu deinem Vater und so. Mann, ey. Was zum... Marth, ist etwas vorgefallen? Ich bin gerade an Shiida vorbeigelaufen und sie sah todunglücklich aus. Nein, wir haben uns unterhalten und sie fragte mich, ob wir da ein bisschen so hier und so, ne? Oh, Marth, wie kann ein Mann, der den Schattendrachen besiegt hat, so verzweifelt seine eigenen Gefühle verleugnen? Tja, wenn er von Japanern kreiert wurde, dann ist das gar nicht so abwegig. Ich meine, was? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Natürlich nicht. Ihr wollt also Shiida heim nach Talos schicken und alleine nach Altea heimkehren? Ist es das, was ihr vorhabt? Nun, da gehören wir beide eben hin. Ich verstehe nicht, was meine Wünsche damit zu tun haben. Ey, das ist immer echt, ey, dass sie ja, wie oft die Japaner das wohl immer noch machen werden. Immer so eine komischen Charaktere irgendwie immer, die immer ja nicht auf Frauen abfahren, noch gerade. Nein, ich muss meinen Pflichten nachkommen. Ich bin eher gewissenhaft. Offensichtlich nicht. Marth, wenn ihr Shiida etwas zu sagen habt, dann sagt es jetzt. Die Liebe kann nicht immer den Sprung von einem Herz zum anderen alleine schaffen. Manchmal muss man den Mund aufmachen. Und ihr Flügel verleihen. Sicher kann ein großer Anführer wie ihr den Mut dafür aufbringen. Schon der Heerand. Oh, tatsächlich, Alter. Shiida, kann ich, dich einen Moment sprechen? Ich war nicht ganz ehrlich vorhin, als ich sagte, ich werde nach Altea gehen, da... Nun, ich meinte, ich hatte gehofft, du würdest mich begleiten. Ah, er hat es doch von Anfang an immer schon toll gefunden, aber er wollte seine Gefühle nicht offen zeigen. Wie du schon sagtest, haben wir kaum gesprochen seit Talos. Bei dir hatte ich nie das Gefühl, etwas sagen zu müssen. Wenn die Schlacht ihren Tribut verlangt hat, warst du immer in der Nähe. Wie ich dich so sah, so wunderschön, so tapfer, das gab mir Mut. Ja, du gabst mir Mut. Mut. Und einen Steifen. Aber egal, warum fällt mir das nur so schwer? Shiida, ich versuche dir zu sagen, dass... Marth, ich auch. Ich auch.
Und so gaben sie sich den Kuss und lebten glücklich bis an Lebensende. Nee, und so endete die Geschichte von Falchion, Klinge des Lichts, die von Marth, dem bestimmt war, sie zu führen, und die von der Schlacht mit dem Schattendrachen. Somit sind die Ereignisse aufgezeichnet, damit sie niemals in Vergessenheit geraten. Außerdem wurden sie auch als Let's Play aufgenommen, damit man sie immer wieder erleben kann. Ah. Schlachtreport! Oh oh. Leute, jetzt kommt mal wieder so, wie typisch bei Strategiespielen, so ein kleiner Report, wie wir uns geschlagen haben. Ich bin gespannt, ob wir auch am Ende eine Bewertung, hoffentlich nicht. Wir lauter Leute abgekratzt, das ist aber richtig schlecht. Aber naja, richtigen Credits werden auch noch kommen. Aber Leute, es hat wirklich geklappt. Alles so, wie es geplant war. Ich erinnere euch nochmal, ganz am Anfang haben wir uns entschieden, wir werden in diesem Spiel alle Bonuskapitel zeigen. Dafür mussten wir leider sämtliche Einheiten, die wir nicht benötigen, und damit wir maximal 15 Leute immer im Kampf haben, mussten die restlichen alle sterben. Ja, mal sind auch durch Unfälle welche gestorben, aber auch andermal nicht und so. Und diesmal haben wir es, aber es hat trotzdem alles geklappt. Wir haben sonst alle Einheiten behalten, vor allem die Bonuscharaktere konnten wir uns zeigen. Das war mir in dem Sinne auch wichtig, weil ich die selber noch nie kannte. Und durch die Bonusmission haben wir jetzt wenigstens das kompletteste Let's Play, was man so haben kann von dem Spiel, den komplettesten One davon. Mit allen Missionen. So wären es ja an sich mit den vier Prolog-Missionen, wären das ja 29 Missionen, aber wir haben jetzt noch 5 Bonus-Missionen oben raufgepackt. Und daher haben wir also insgesamt 34 Missionen durchgespielt. Länger geht's nicht, mehr Bonus-Missionen gibt's leider nicht. Obwohl ich gar nicht weiß, vielleicht im Hard-Mode, keine Ahnung, aber auf jeden Fall war es sehr geil. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich muss auch wirklich sagen, es ist ja. Ja, also ich finde auf jeden Fall, es ist ein gutes Spiel, doch. Das muss ich auf jeden Fall sagen. Ich finde Fire Emblem Shadow Dragon ist ein schönes Spiel, ein gutes Strategiespiel, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber vielleicht ist es kein guter Fire Emblem-Teil, wo ja die Story eigentlich immer viel mitspielt und so. Aber ich bin mir aber auch sehr sicher, dafür würde ich auch meine Hand ins Feuer legen, obwohl ich das Original nicht kenne, würde ich trotzdem sagen, dass es sich hierbei dennoch um ein sehr gutes Remake handelt. Würde ich mal behaupten. Die haben alles viel schicker gemacht, die haben bestimmt auch Fehler behoben oder ein paar Sachen angenehmer gemacht. Und von daher sollte es eigentlich, ja, muss man auch sagen, auch wenn man den Original nicht kennt, das ist wie gesagt, auf dem NES damals in Japan only, dass man jemals spielen würde, naja. Jedenfalls mir sehr gefallen. So, das war der Schlachtreport. Oh nein, jetzt was aus allen wurde. So, Marth. Marth kehrt ins kriegsgebeutelte Altair zurück und widmete seine ganze Energie dem Wiederaufbau. Er wurde später zum König gekrönt. Oh Gott, ey, jetzt alle totleibern. Talus Herz, Shida. Shida besuchte ihren Vater in Talus, bevor sie mit Marth nach Altair ging. Ihr Liebesgeflüster erwärmten die Schlosshallen. Alter, so laut waren die! Oh, Eisenknochen! Führte den Feind tapfer in die Irre, damit Marth aus Altair fliehen konnte. Leider hörte nie wieder jemand was von ihm. Voll gemein. Königsstimme Kain. Kain blieb in Altair, um jüngere Ritter in die Kriegskunst auszubilden. Er war ein glänzendes Beispiel. Er versäumte nie sein Training. Oh, Altairs Schild fiel in der Schlacht während Kapitel 22 und verschwand aus den Seiten der Geschichtsbücher. Oh, wie gemein! So, das werden wir jetzt andauernd lesen, ja. Fiel in Kapitel 6 und verschwand aus den Seiten der Geschichtsbücher. Alter, wie gemein! Und alle tot, Mann! Entknebelter Gordon fiel noch im Prolog und wollte tapfer gegen die ganze Armee voransprechen und starb. So, da kann ich ja noch ein bisschen was erzählen. Jetzt seht ihr die Credits da und eben, wo dabei immer wieder derselbe Text steht. Also, ja, mir hat das wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das Spiel zum ersten Mal auf die Art und Weise. Oh ja, der arme Ogmar. Ogmar, das hat mir wirklich leid getan. Den habe ich eigentlich gedacht, dass ich den bis zum Ende hindurch halte. Wo es dann ist, der mir doch leider gestorben wegen Schusseligkeitsfehler und der wurde ersetzt. Ja, aber ich fand es einen sehr schönen, hat sehr viel Spaß gemacht, die Bonuskapitel zu spielen. So spielt man ja Fire Emblem nicht. Dass man Leute umbringt und so. Sonst war immer möglich, dass man die Bonuskapitel durch bestimmte andere Dinge freischaltet. Entweder muss man schnell genug sein, oder der muss überleben, oder man muss den und den anquatschen und so. Hier war es nicht so. Hier sind einfach alle, naja, ist schon ein bisschen merkwürdig und leider war es auch wirklich fast das Aus für Fire Emblem nach dem Teil hier. Weil, wie gesagt, wir haben nicht mal Fire Emblem 12, haben wir nicht mal gekriegt. Oh, lieber Sohn von ihr beiden, Castor, der wurde zu seiner Mutti. Jetzt ist er tot. Von ihr beiden, warum lacht er eigentlich voll fies? Nee, aber ja, Fire Emblem 11 hätte ja fast die Serie zum Kicken gebracht. Jedenfalls auch, wie gesagt, bei uns hier in Europa hat sich's kaum durchgesetzt. Irgendwie war das alles merkwürdig und komisch. Der ehrliche Dieb Julian. Julian gab das Stehlen endgültig auf und fand eine ehrliche Arbeit in Madon. Oh, das ist aber schön.
Der wahre Engel Lena. Und eine sehr coole Einheit, ey. Lena sorgte für Waisen in einem Kloster in Meddon und schätzte alle Menschen, die sie traf, gleichermaßen. Und war übelst stark. Ach, stille Klinge Nabal, er ist tot. Ja, und dann halt, die sagt dann, Fire Emblem 12 haben sie sich gedacht, komm, mit veröffentlichen wir nur in Japan. Das war dann anscheinend ohne so der Bringer. Und dann war der wirklich so, oh, der Magier Merrick. Nachdem er Marth geholfen hatte, die Flammen des Krieges auszutreten, kehrte Merrick nach Cardain zurück, wo er seine Studien wieder aufnahm. Zum Glück ist der Garnet nicht mehr da, der immer Stress macht. Schicker Adliger. Ja, ist ja auch Lenas Bruder gewesen, ne? Voll übel. Was soll ich jetzt sagen? Genau, das haben sie halt echt nicht mehr rausgebracht. Oh, Coyote, es tut mir auch leid. Der war ja dann eigentlich Ogmas Ersatz. Doch ist er da auch gefallen. Und dann haben wir ja Jake dafür genommen. Ach, wie schlimm. So schlimm. Ja, dann haben sie sich echt gedacht, wenn sollte Fire Emblem Awakening, also Fire Emblem 13, sollte das auch floppen, dann ist vorbei, denn dann müssen sie erstmal Pause machen mit der Serie Fire Emblem, dann gibt es erstmal keine neuen Teile mehr, deswegen haben sie nochmal so viel wie möglich eingebaut, auch viel aus Fire Emblem 12 übernommen, was wir halt nie wussten, wie zum Beispiel mit Charaktererstellung und sowas, was ich alles erzählt habe. Und Aurelias Sonne fiel in der Schlacht, verschwand aus den Seiten. Ja, aber glücklicherweise war Fire Emblem Awakening ja ein Riesenerfolg, Alter, das war so genial. Aber ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal let's playen werde. Also jetzt erstmal demnächst nicht, jetzt habe ich erstmal wieder viele Strategiespiele gespielt. Wie gesagt, die ganzen Advance Wars Dinger und jetzt halt die Game Boy Advance, Anführungsstrichen Trilogie der Fire Emblem Teile, ich nenne es einfach mal Trilogie, und halt den DS-Teil, der übrigens ziemlich schwer zu kriegen ist, ey, in letzter Zeit. Ich habe das Spiel ja schon sehr lange und so, weil ich es mir damals geholt habe als Fan. Aber wer heute noch kriegen will, ey, in der Hütte Lust, oh, der Feuerdrache Bantu, hatte seine Mission erfolgreich erfüllt, indem er Tiki ansprach und sie ins Team holte. Damit ebnete er den Weg zu Nagi. Schön, Bantu, geil. Na, der Söldner Caesar. Ach, Lady Killer Red, weil er so still war, oder was ist er, Lady Killer? Naja, guck mal, immer nur 1K und 0S, das sind ganz schlechte Werte, weil die nie benutzt wurden. Noch Single. Im Tod, noch Single. Roger. Ach, ist das fies, Mann. Das ist so gemein. Der Schütze George. Oder George. In Kapitel 10 sogar gefallen, ey. Alle sind so tot, Mann. Ja, aber echt, warum haben die das nicht so ausgedacht? Warum sollte das so... Oh, kleine Prinzessin tot. Das Königreich hat jetzt hat ja keinen Thronfolger mehr. Marie ist tot, Minerva ist down und ihr Bruder Michaelis ist auch down. Tja. Das Land wurde dann übernommen von Marth. Nee, wenn man jetzt Fire Emblem 12 spielen würde, wären die alle wieder am Leben. Komischerweise, ganz merkwürdig. Miloas Kind, Linde, auch tot. Aura wurde zum Glück von Lena noch einsetzbar bereit. Und, oh, Jake, Annas Liebe. Jake half beim Wiederaufbau einer Stadt, die während des Krieges zerstört wurde. Er und seine geliebte Anna träumten immer davon, auf weit entfernte Kontinente zu reisen, wo Anna in Geheimläden und in Online-Läden irgendwelche Sachen verkaufen könnte. Sein Anker. Auch wann ist also eine coole Betitelung, ey. Wir haben die alle verrecken lassen. Tja. Ey, da haben wir die Population aber ausgedünnt, Mann. Keine Geschichtsbücher eindringen, als ob die nie da gewesen wären. Ist echt hart. Aber naja, hey. Dafür haben wir aber nahezu jede Einheit getroffen, tatsächlich. Einmal mussten wir uns ja entscheiden. Und da haben wir uns für einen Helden entschieden, den wir gleich danach getötet haben für Samsung, anstatt für den einen Rittmeister, den haben wir jetzt nicht kennengelernt, und anstatt Goto ins Team zu bekommen, den Weisen, der ihn auf Jedi immer gemacht hat und in Hologrammform erschienen ist, den haben wir ja auch nicht, dafür haben wir ja Nagi bekommen, aber sonst haben wir alle gesehen. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, ich habe das ja immer gerne in den Game Boy Advance Let's Plays, habe ich das ja immer gerne eingeblendet, wen wir noch nicht bekommen haben und so, aber tut mir echt leid, dafür finde ich keine geeigneten Bilder. Tut mir echt leid. Das wäre halt immer nur, weil das Spiel ist halt so unbekannt. Da gibt es irgendwie kaum wirkliche Artworks, die ich einblenden kann. Tut mir leid. Aber ihr seht es ja hier nochmal alle als Bild. Oder ich erzähle euch halt von denen. All rights, including the copyright of games, scenario, music and program, reserved by Nintendo and Intelligent Systems. So, jetzt wird noch ein, zwei Weile dauern, bis wir erstmal alle Charaktere hier durch haben. Fiel in der Schlacht während Kapitel 18. Traurig, traurig. Von denen haben wir wenigstens nochmal die Triangel-Attacke gesehen, den Dreiecksangriff. Reisender Held, Samson. Genau. Den hätten wir uns ja umentscheiden können. Aber ansonsten, echt, hat alles geklappt. Wir haben jeden Boss gesehen, alle Bonus. Ich finde das cool. Ich finde, es gibt mir immer so, kennt ihr das? Es gibt einen so ein schönes
Komplettheitsgefühl. Auch wenn lauter Leute abgekratzt sind, aber ist ja egal. Von denen hört eh keiner mehr was. Aber trotzdem, schön alle Bonusmissionen endlich mal kennengelernt. Im Endeffekt war es dann aber, dadurch wird das Spiel aber echt einfacher. Obwohl ich, wie gesagt, immer auch schon fand, in die Bonusmission zu gelangen, ist an sich nicht einfach, weil die nicht so einfach wegsterben. Die Göttin Tiki. Tiki führte ein friedliches Leben mit Bantu. Was? Sie erinnerte sich gerne an die Abenteuer mit Marth, auch lange nachdem sie geendet hatten. Mit Bantus Leiche, so ganz eklig. Sie hat Bantu ausgestopft und führt ein glückliches Leben mit Bantu. Oh Mann, ey. Ich glaube, das geht... Warte mal, war so, wie gesagt, habe ich ja erzählt, ich hatte eigentlich erwartet, dass von Tiki noch ein Dialog kommt, wenn Bantu stirbt. Elise kehrte mit Marth nach Altair zurück. Mit ihrer inneren Ruhe stand sie ihrem Bruder bei und sah ihn zu einem fähigen Anführer heranwachsen. Weil vielleicht ist es doch ja nicht so gewollt, dass einer von den beiden, Bantu oder Tiki, tot ist. Vielleicht sollten eigentlich beide am Leben bleiben, damit es wieder Sinn macht, aber keine Ahnung, wir haben ja ein bisschen getrickst. Oh, wir haben das echte Fallschirm bekommen. Oh, die Freiwillige. Nachdem ihr Abenteuer als Kriegerin vorbei war, kehrte Norni in ihr Heim nach Altair zurück und lebte ein einfaches, aber glückliches Leben. Und die war richtig stark, Mann. Die ist total die coole Einheit gewesen. Athena, die Myrmidonin. Keiner weiß, wohin sie gegangen ist. Eine Theorie besagt, dass sie zu dem Grenzdorf zurückgekehrt ist, wo sie geboren wurde. Ach, die Bonuscharaktere. Der Verräter. Nyna begnadigte Hovis nach dem Krieg und er nahm sein Leben als Landadliger wieder auf. In den folgenden Jahren arbeitete er hart, um Arcania zu heilen. Und der Zauberer Etzel, der war cool. Der Zauberer Etzel verschwand nach dem Krieg so schnell, wie er gekommen war. Seine Reise führte ihn noch jahrelang durch alle Welt. Ach, ich mag Druiden und Zauberer, die sind cool. Der wilde Mann. Am Ende der Kämpfe kehrte Ymir zurück in sein Dorf in Guast, dem einzigen Ort, an dem man ihn akzeptiert hatte. Er war zufrieden für den Rest seiner Tage. Ach, ist das nicht schön. Und die letzte Bonusfigur, die Meisterin. Marth hätte Nagi nach Medoys Niederlage gerne gedankt, aber es war niemand mehr da, dem man hätte danken können. War sie heimgekehrt? Keiner wusste es. Bis sie dann in Fire Emblem Awakening wieder auftaucht, nicht wahr? Ende. Und ich hab's doch gewusst, dann haben wir noch einen schönen Part hingekriegt, weil die Credits so lang sind. War gut, dass ich den anderen Part ein bisschen früher beendet habe. Leute, das war's. Ich guck mal noch ein bisschen in den Extras. Aber es war wirklich, war ein schönes Spiel. Mensch, ey. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Schreibt mir bitte unbedingt, wie ihr es fandet. Wie ihr jetzt im Nachhinein den Fire Emblem-Teil fandet. Weil ihr habt ja, wie gesagt, oft genug wurde ihr gehört. Und allgemein ist bekannt, der Fire Emblem-Teil ist nicht so der coole Teil der Serie und so. Aber irgendwie, man kann ihn spielen, doch. Und wie ihr seht, ich habe ihn jetzt auch schon zum zweiten Mal gespielt. Ich hatte so ja Lust, das Spiel komplett zweimal durchzuspielen. Also irgendwie ist es ja doch ein gutes Spiel, würde ich mal sagen. So. Yeah. Kurz mal die Extras gucken. Machen wir ja auch immer. Extras. Was haben wir denn da? Drahtlos Spiel. Ja, genau. Menü für drahtlos. Denn hier, Wi-Fi-Connection geht nicht mehr. Hat Nintendo ja abgestellt, nachdem sie ihre Nintendo Networks-Server aufgemacht haben. Dialoge ansehen. Okay, alle Daten löschen. Der Musikraum. Habe ich eigentlich alle Musik? Wähle einen Track aus. Oh, schön mit den ganzen Bildern. Stimmt ja. Ganz eklig. Gucken wir uns nochmal die schönen Bilder an. So. Okay, okay. Oder Tiki, die hypnotisiert wird. Für die Freiheit. So. Alter. Bam, bam. So, ich switch schon gerade alle Bilder durch. Danach will ich gar nicht alle Lieder anspielen. Ich will bloß mal gucken, ob ich alle Lieder hab, ob hier irgendwo noch eine Lücke ist. Angriff. Achso, da wart ja schon. Oh, wo ist denn das Bild von Nagi, wie die wach wird? Habe ich da gerade überskippt? Und da ist der olle Erddrache. Kam das Bild überhaupt? Ja, das wart ja schon. Ey, Nagi fehlt. Oh nee, ach, da waren andere Bilder. Habt ihr gesehen, da war gerade noch Minerva. Achso, die switchen einfach so immer durch. Okay. Na, wartet mal. Ich hoffe, ich habe alle Lieder. Bestimmt kriegt man die auch nur, wenn man die Bonusmission alle schafft, weil da vielleicht andere Musik oder sowas spielt. Da ist Nagi. Ach, sie ist erwacht. Schade, dass ich mir die Bilder nicht angucken kann. So, aber allen Anschein nach habe ich alle Lieder. Sehr schön. Unausgesprochene Gefühle. Ach, so Leute, okay, dann mache ich hier wieder schön mit irgendeiner Endmucke. Oder, dumm, geil, überladen, ey. Okay, gut, also, ja, es ist halt echt... Warte mal, ich will ganz kurz gucken. Neues Spiel, wartet mal. Hier, auf schwer. Für die eine Herausforderung suchen. Feinde sind bis zu fünffach stärker als im normalen Modus. Der spielbare Prolog fehlt, genau. Und ich glaube, wenn ich das hier anklicke, kann ich, glaube ich, sogar noch Unterstufen machen. Also noch härter machen. Aber, nee. Reicht. Also das ist ja echt die Oberherausforderung im Hard-Mode für die wollen auf Stufe 5 oder sowas. Das ist richtig gemein. Aber wie gesagt, auch leider etwas broken. Aber das sind für die Hardcore-Fans. So, ich mache hier schön ein Titelbild. Freunde. Vielen Dank fürs... Ach nee, warte, ich mach doch ein Muckbildschirm. Meine, kommt schon wieder nicht dazu, mich zu verabschieden. Ich weiß, es tut mir leid.
Irgendeine schöne Musik. Was haben wir nicht für eine schöne Mucke? Auf dem Pfad zu den Siegen. Nee. Ach man, das hier so. Aber nicht mit dem ekligen Bild. Ich will Zufall. Ah, die Bilder kann ich so rumswitchen. Ach nee, auch die Mucke. So. Also Freunde, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank. 80 Parts hat gedauert. 80 Parts hat es gedauert. War ein schönes Spiel, ein schönes Let's Play. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für eure Kommentare. Vor allem, da ihr immer so mich mitunter voll taktisch analysiert habt und sowas alles. Auch wenn es nicht immer nett war, aber nein, das ist in Ordnung. Könnt ihr ja machen. Dafür ist das Let's Play da, ne? Und ich spiele für euch alle. Ist ja klar, dass da viele dann noch viel mehr sehen als ich. Und wieso ist denn die Mucke so komisch? Was zur Hölle? Ich will. Der Lied dauert gar nicht so lange. Naja, egal. Mann, warum bin ich wieder so kurz? Oh, arme Minerva, die Lori gestorben ist. Also, ja. Mein Sieger, jetzt zeig ich hier eine schöne Mucke. So. Leute, jetzt aber mal gucken, wann wir das nächste Fire Emblem spielen. Ich spiele auf jeden Fall bestimmt noch irgendwann spielen mal wieder ein Fire Emblem. Keine Ahnung, ob den neuesten Teil oder noch wieder mal einen älteren. Es gibt auch noch ein paar ältere, die bei uns rausgekommen sind. Auf jeden Fall jetzt aber erstmal brauche ich eine Pause von Strategiespielen. Ich hoffe, man möge mir das einsehen. Und ja, dann vielen Dank für alles. Wir sehen uns bei einem neuen Let's Play. Euer LuxCycling sagt Tschüss, Mann!